Ja, Christian Semm in Kiew, rege Reisetätigkeit heute dort in der ukrainischen Hauptstadt. Welche Unterstützung hat denn die Ukraine heute von Polen bekommen und welche bekommt sie denn noch von Großbritannien? Da findet ja der Besuch heute Abend noch statt. Ja, Polen und Großbritannien sind ja zwei Staaten, die die Ukraine schon bislang unterstützt haben und schon Waffen geliefert haben. Und der polnische Ministerpräsident hat auch weitere Militärhilfe zugesichert. Jetzt laufen auch noch Gespräche mit dem britischen Premier Johnson. Auch da kann mit weiterer Unterstützung natürlich gerechnet werden. Präsident Zelensky ist auf dieser internationalen Ebene jetzt unterwegs, weil er eben weitere Unterstützung für sein Land braucht, sowohl militärisch als auch finanziell. Ja, Präsident Wolodymyr Zelensky hat heute erklärt, er hat ein Dekret unterzeichnet, er will die Armee aufstocken, auch der Soldaten soll steigen. Und er sagt, das habe direkt nichts mit dem Konflikt mit Russland zu tun. Ja, das ist auch wieder so eine Aktion, die viele Beobachter irritiert. Zelensky will den Beruf des Soldaten attraktiver machen, er will, dass die Armee aufgestockt wird. Und das widerspricht so ein bisschen der Rhetorik, die so die letzten Tage hier herrscht, dass er eigentlich rhetorisch auf die Bremse tritt und sagt, eben, dass der Konflikt jetzt nicht unmittelbar droht mit Russland. Dieser Truppenzusammenzug an der ukrainischen Grenze, die Gefahr sei jetzt nicht größer als sonst. Und er stützt sich dabei auf die ukrainischen Geheimdienste. Und das sorgt für Verwirrung, sowohl beim Partner USA, die da eine ganz andere Rhetorik einschlagen und immer wieder ja auch vor einer Invasion Russlands warnen. Und das wird ja auch kritisch gesehen von Oppositionsgruppen. Es war am Wochenende hier hinter mir auf dem Maidan, war eine Demonstration. Da waren auch Oppositionsgruppen, die sich sozusagen für ihren Präsidenten entschuldigt haben und gesagt haben, das kann doch nicht sein. Die westlichen Länder, die Geheimdienste, die warnen vor einer Invasion Russlands und unser Präsident stellt sich hin und sagt, es sei alles in Ordnung. Also dafür kriegt er auch intern in der Ukraine sehr viel Kritik. Über den Konflikt jetzt sprechen ja vor allem die USA und Russland miteinander, so wie zum Beispiel gestern im UNO-Sicherheitsrat der Schlagabtausch. Was sagt man denn in Kiew dazu? Naja, man versucht natürlich eigene Gespräche zu führen, denn was man hier nicht will, dass nur über die Ukraine geredet wird, sondern soll auch mit der Ukraine geredet werden und man selbst will eben auch Teil dieser Gespräche sein, weil es natürlich um das eigene Land geht. Und im Moment findet hier so ein diplomatischer Schlagabtausch statt. Außenminister verschiedener Länder, Premierminister, auch Präsidenten geben sich in Kiew sozusagen die Klinke in die Hand und es wird auf dem höchsten Niveau werden diese Gespräche geführt, um eine Lösung für die Lage in der Ukraine zu finden. Und das ist der Ukraine natürlich hier sehr wichtig, dass man weiter Teil der Gespräche bleibt und dass man nicht nur Spielball ist zwischen den USA und Russland. Ja, Christian, wie geht's denn jetzt diplomatisch weiter? Welche Gespräche finden denn diese Woche und nächste Woche noch statt? Ja, hier in der Hauptstadt Kiew wird auch noch Präsident Erdogan erwartet, der türkische Präsident. Er hat ja eine Art Vermittlerrolle angeboten im Konflikt und hat sich angeboten als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine. Dafür wird er sicherlich nochmal werben bei seinem Besuch. Und in der nächsten Woche wird die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zu ihrem zweiten Besuch innerhalb kürzester Zeit hier erwartet, zusammen mit dem französischen Außenminister. Dabei wird sie auch in die Ostukraine reisen und wird sich da nochmal selbst ein Bild vor Ort machen wollen von der Lage dort, wie es den Menschen dort geht, was die ukrainische Armee dort zur Lage sagt. Und außerdem wird sie versuchen, nochmal zu werben für eine Neuauflage des Normandie-Formates. Das ist ja schon auf unserer Ebene, gab es da ja schon neue Gespräche. Der nächste Anlauf wird sein oder der nächste Versuch, dieses Format dann auf die Ebene der Außenminister zu heben. Und darum wird es bei diesen Gesprächen nächste Woche in Kiew sicherlich gehen. Ja, aber diese vielen Gespräche, die da im Moment im Gange sind und die noch folgen, die machen ja zumindest Hoffnung in so einer schwierigen Situation, dass es nicht weiter eskaliert. Da scheint ja offensichtlich doch ein Bemühen da zu sein, den Konflikt zu lösen, friedlich. Ja, das ist tatsächlich so. Viele Beobachter sagen das ja auch, dass das ein gutes Zeichen ist. Solange geredet wird, bleibt wenig Raum für was anderes. Und das ist natürlich auch das, was viele Menschen hier hoffen. Es ist ja sehr unterschiedlich hier, wenn man mit den Menschen spricht, ob jetzt die Menschen hier wirklich Angst haben vor einer unmittelbaren Eskalation oder ob sie davon ausgehen, dass es im Prinzip nur auf dieser informellen Ebene bleibt, dieser Konflikt, und nicht wirklich zu einem realen Konflikt und zu einer realen Invasion kommt. Wobei viele Menschen hier auch sagen, von außen betrachtet fragt ihr uns immer, wird es denn einen Krieg geben? Und da können wir euch nur sagen,
Wir sind schon längst im Krieg. Seit 8 Jahren befindet sich die Ukraine im Krieg. Das wird in der Außensicht, die man auf die Ukraine hat, oft vergessen. Mhm. Vielen Dank Ihnen, Christian Semm, nach Kiew.